Willkommen zurück zu Pokémon Rüstung! Ich hab verloren. Ha! Wie überaus armselig! Dabei habe ich sogar auf faule Tricks zurückgegriffen. Ich bezweifle stark, dass ein so junger und talentierter Mensch wie du das verstehen kann. Aber ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Doch vielleicht ist nun die Zeit gekommen, den Traum vom Arena-Leiter-Dasein aufzugeben. Sobald mein unfaires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halte dich nicht zurück, Maike. Du kannst dem Meister ruhig von meinen Missetaten berichten. Mach ich aber nicht. Was? Wieso nicht? Dabei habe ich mich zu solch schändlichen Taten hinreißen lassen, um mir den Sieg zu sichern. Maike zeigt mal wieder wahre Stärke, indem sie sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister? Als Averius Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte auch ich mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen seinen Rivalen. Meister, ich danke euch. Verzeih mir, Maike. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Wie bitte? Seid ihr sicher, dass es mit dieser Strafe schon getan ist? Naja, ein halbes Jahr im Dojo ist ja schon ein bisschen... Ja, gut. Wie man sieht. Na, egal. Na Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Jawohl. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Maike, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun wie versprochen die Geheimrüstung der Master Dojos. Ich latsch schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Alles klar. Hättest du einen Moment Zeit? Was gibt's? Maike, ich... Liga-Card von Saverio, nice. Gucken wir uns gleich mal an. Und ich muss zugeben, dass tatsächlich ein klein wenig Talent in dir schlummert. Ah ja. Interessant. Die Liga-Karte wollen wir uns nochmal anschauen, würde ich sagen. Ups, was hab ich gemacht? Oh Gott, nein, nach oben. Da, Saverio, das ist seine Liga-Karte. Sehr cool. Vor allem das, Galalamus, was er da hat. Echt cool. Mein Team ist geil. Krass. Nice. Wir haben jetzt ein Bisaflor, ein Gifbro. Bogusnummer kommt noch weg. Galoppa und Schlapfel. Intellon und Cremi, muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Hi. Ich gehe mal ganz kurz. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Outfit ändern. Outfit ändern. Ach so, das ist eine ganz normale Umkleide. Oh lol. Na ja, gut, hab ich ja Dojo-Sachen einmal gesehen. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Machen wir weiter. Da bist du ja, Maike. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master Dojos. Und das ist? Wie sieht sie aus? Also dann, los, komm heraus! Moment, was? Moment, was? Es ist keine Rüstung, sondern ein Pokémon? Wovon er die ganze Zeit geredet hat? Es ist dieses Ding. Schon cool. Ein Mädchen! Ah! Schon süß und cool. Ich mag's.
Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Im Englischen heißt es, ich glaube, Vulauso oder so. Oder, keine Ahnung, ich blende euch beide den englischen Namen vielleicht ein. Oder ansonsten, auf jeden Fall, die englischen Namen sind irgendwie total besser, total nicht. Also die englischen Namen sind irgendwie seltsam. Genau wie die deutschen. Dakuma? Why, so ein Name? Na egal. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Oh. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Schankedön im Voraus. Ja. Kuma. Meister Maastricht hat dir Dakuma anvertraut. Zieht es an dem langen weißen Fell an seinem Hinterkopf, steigert das seinen Kampfgeist und aus seiner Körpermitte steigt Kampf empor. Kraft meine ich. Ein Spitznamen? Nee, fällt mir gerade keiner ein. In mein Team. So, Krimi, raus! Zack. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfach eröffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten postieren, um euch den Weg zu weisen. Hm? Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Dakumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Oh, okay. Warte, der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Moment, was? Ne, läuft irgendwie nicht hinterher. Okay, irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hab's jetzt gerade nicht hundertprozentig verstanden. LOL! Hey, Talion! Was geht? Warum? Warum konnte das nicht von Anfang an da sein? Warum ist das DLC-Content? Ich meine, das war es jetzt schon 30 Euro wert. Nein, Spaß, aber... Ich bin schon froh, jetzt das gekauft zu haben. Jetzt folgen mir die Pokémon hinterher? Echt? Okay, das muss ich kurz bei jedem Pokémon ausprobieren. Oh, obwohl... Das wird zu lange dauern. Es ist erst Level 10 und es ist weiblich. Warum muss es weiblich sein? Ist okay. Ich habe nur erwartet, dass es, männlich wird, aber... Weil ich finde, männlich passt vor allem auch besser. Das kann ich auch noch entwickeln. Da ist es, Dakuma. Süß. Ist Nick da? Ja, was soll ich sagen? Ist süß, das ist ein Volk. Man kann ja auch die Kamera rauszoomen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil dann sieht man das besser. Oh, es ist so langsam, weil es schüchtern ist, oder? Ja. Wie soll ich mit dem Ding kämpfen, wenn alle so hoch gelevelt sind bei mir? Hier ist ein Dick da. Hier ist ein Dick da, habe ich gesagt. Die Dick! Ja. Dann lass mal hier irgend so ein Vieh kämpfen. Hallo, wer will kämpfen? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Will niemand? Wirklich niemand? Hallo? Irgendwie will niemand kämpfen. Hier ist ein Pokémon. Komm, let's go. Lass kämpfen. Ein Igmantis. Nee, Imantis. So hieß das. Badabam. Oh lol. Kampfanimation hat sich ein bisschen geändert. Okay. Oh, es wird nicht mehr aus dem Pokéball geschmissen, weil es schon draußen ist. Das ist cool. Aber das Ding ist Level 6, das kriegst du nicht alleine hin. Tut mir leid, ne? Ich überlege gerade, wie kriege ich denn das Ding hochgelevelt?
Ich muss es halt jetzt leveln und die Freundschaft steigern lassen. Wie mache ich das denn am besten im Spiel? So, ich möchte jetzt aber gerne mal die Muschelwaffe ausprobieren. Oh lol, das sieht mega cool aus. Das ist cool. Alter, wie viele Level-Ups? Level 15 sofort. Aero-Ass? Wer denn? Ach, da, guck mal. Was ist das denn? Zertrümmerer? Eine VM? Silberblick, Ausdauer, Energiefokus. Also keine guten Attacken hat er. Mach mal Silberblick weg. Gut. Takuma. Yay, freut sich. Aber wie level ich das denn? Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das leveln soll. Folgt es mir überhaupt noch? Ich will die Kamera rauszoomen, tatsächlich. Ja, es folgt mir aber sehr langsam. Habe ich irgendein Item oder so, dass ich das pushen kann mit der Freundschaft? Bären zum Beispiel. Freund. Hier! Check dies, die Zuschauer fängt aber die Spezialverteidigungsbasis. Egal, geben wir das mal Dakuma. So. Machen wir das auch nochmal. Zutraulich. Wird halt ein bisschen schwächer. Aber es wird zutraulich und dann können wir schneller weitermachen. Hier, zack. Es senken ein bisschen die Stats. Dafür wird es jetzt sehr, sehr zutraulich. Das ist es mir wert. Es wird eh noch sehr, sehr stark, Leute. Das kann ich euch zeigen. Hier nochmal ein bisschen was. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Fürs Zähmen? Nee. Okay. Vielleicht hier so ein Item oder so zum Zähmen. Oh Gott, jetzt muss ich nachschauen. Oh, ich habe noch ein paar XP-Bonds, ne? Die kann ich ja gleich mal verwenden. Fällt mir gerade auf. Muss ich nicht farmen gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe für Freundschaft. Ich habe keinen. Keine. Wie. Dingsglocke. So eine Glocke. wow, Mike. Es gibt irgendwie so eine Glocke. Ich weiß gerade, wie die heißt. Da ist sie, Sanftglocke. Die geben wir Dakuma. Dann wird er zutraulicher. Was haben wir denn sonst so? Wir haben sehr seltsame Sachen irgendwie. Hier. Können wir ein bisschen was verteilen hier. Gib mal hier, weiß nicht, so 10 Stück. Einfach ein Dakuma. Zack, wird's hochgelevelt. Grimasse will's erlernen. Ja, warum nicht? Mach doch für Energiefokus aber weg. Ist okay. Dididim. Kopfnuss. Dann mach doch für Ausdauer weg. Zack. Durchbruch. Endlich mal eine Kampfattacke, die nicht sehr trümmere ist. Die ist gut, die Attacke. Die nehmen wir rein. Zack. Scanner, nein. Protzer, nein. Eisenschädel. Das wäre was. Mach ich dafür dann wieder die Grimasse weg? Aero-Ass macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Ich würde sagen, wir machen die Grimasse doch nochmal wieder weg. Ist in dieser dann, glaube ich, nicht so gut. Wuchtschlag. Sagt mir gerade gar nichts, tatsächlich. Kräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt. Ah, das ist eine 50-50 Chance leider nur. Nee, das ist mir Durchbruch tatsächlich lieber. Ja. Und das war's. Und Wegel lasse ich irgendwie noch nicht. Wir geben mal, den geben wir mal ein paar Level. Bisaflor. Kann auch ein bisschen vertragen. Zack. Synthese. Ist gut, nehmen wir auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, wir nehmen Giftpuder raus, weil wir haben ja schon einen Pokémon zu vergiften. Dann nehmen wir Giftpuder raus.
Haben wir noch Schlafpuder, ist doch immer noch was. Sorgensamen, was war das nochmal? Zwiebel bepflanzt, seine Fähigkeit wandelt sich zu Insomnia und hindert es daran einzuschlafen. Ist das so gut? Lieber mal nicht. Ich check's gerade nicht. Deshalb lassen wir es erstmal. Ich gebe dir nochmal ein paar. Zack. Müssen nicht benutzen können. Kein Risikotackle. Zack. Ach komm, werd doch Level 60, Mann. Jetzt vielleicht. Yes, Level 60. Solarstrahl! Yes, Mann! Solarstrahl ist gut. Aber wir haben keinen Sonnentag. Aber ja, wir machen Schlafpuder dann noch weg. Jo. Dabadadam. Ah, nicht Bisaflor. Wir geben Dakuma gleich nochmal. Ich gehe aber erstmal wieder zurück ins Dojo. Na, Dakuma, wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe, du fühlst dich jetzt stark. So, wir fahren wieder zurück ins Dojo. Zack. Dakuma ist direkt hinter mir gespawnt. Super. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das gereicht hat. Ich hoffe, es hat gereicht. Ach, wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Was gibt's denn? Ach, Michael, du kommst gerade richtig. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich was? Na, aber so was von. Ah, so was von. So. Boah, krass. Der Handel mit Watt nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Es heißt schon, mit Watt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde ja auch gerne Watt nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupeppen. Aber mein Mann und mein Sohn sind beide eher Stubenhocker. Weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals genügend Watt für das zusammen, was ich vorhabe. Es würde mir also sehr helfen, wenn du mir einen Teil von deinem Watt abgeben könntest. Und keine Sorge, du bekommst natürlich im Gegensatz etwas von mir zurück. Eine Hand wäscht die andere, richtig? Sag einfach Bescheid, wann immer du ein paar Watt an mich abtreten möchtest. Jetzt. Oh, Michael, wie kann ich dir helfen, meine Liebe? Watt geben. Wie viel möchtest du mir geben? 10.000. Ja. Jetzt, wo ich mein Ziel von 5.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen. Was? Och nö, wird das sowas wie ein Undertale? Wo du ganz viel Geld rausgeben kannst für so unnötigen Blödsinn? Hallo, spreche ich mit dem Friseursalon? Mein Name ist Emilia, ich rufe aus dem Master-Dojo an. Ich würde gerne Ihren mobilen Friseurservice in Anspruch nehmen. Ja, genau, Sie finden uns auf der Rüstungsinsel, sicher, Und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Hallo, alle zusammen. Also, hallo alle zusammen, ich bin der mobile Friseur, den Sie angefragt haben. Die Styling-Techniken unseres Salons sind ein wohlbehütetes Geheimnis, deshalb muss ich Sie bitten, in dieses Zimmer zu kommen, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen wollen. Natürlich, echte Profis achten eben auf sowas. Jedenfalls können wir uns ab jetzt jederzeit in unserem Dojo richtig stylen lassen. Hey. Also, ich mein Ziel von 10.000 Watt erreicht habe, kann ich eine Rotomina für das Dojo bestellen. Oh Gott, wird das hier zum Pokémon-Center oder was? Hallo, bin ich bei dem Pokémon-Center verbunden? Mein Name ist Inia, ich rufe aus dem Master-Dojo an. Ich würde gern eines ihrer Rotomina mit Watt kaufen, ginge das? Ja, sicher. Das wäre erledigt. Ja, sie haben uns eine Rotomina per Expressversand zugeschickt. Und sofort ist es da. Ja, zu den momentanen Zeiten wäre das geil, wenn das so schnell ging. Aber, hallo, es tut sich ja gar nichts. Auf dem Bildschirm steht irgendwas, mal sehen. Zur Inbetriebnahme von Rotomina benötigen sie unsere Firmen einige Software sowie die korrekten Einstellungen. Oh nein, es muss auch noch bezahlen. Um die Software zu erwerben und Rotomina einzurichten, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit unserem Techniker. Ich fasse es nicht, sie wollen uns noch mehr Watt aus der Tasche ziehen. Das ist einfach nur dreist. Sie sollten sich schämen. Tut mir leid, Maike. Ich schätze, wir werden noch mehr Watt sammeln müssen, bevor wir Rotomina benutzen können. Watt geben. Nochmal. Oh Gott. Hier, gib dir nochmal 10.000. 20.000. Kann ich einen Techniker bestellen, der Rotomina repariert? Hallo, ist das da Pokémon Center? Hier spricht Inia vom Master Dojo. Sie erinnern sich vielleicht noch an mich. Ich habe Rotomina bei Ihnen. Ja, genau. Hören Sie. Ich will einfach nur, dass das verflixte Ding funktioniert. Könnten Sie bitte sofort jemanden vorbeischicken? Rotomina wurde endlich eingerichtet. Psst. Ich grüße Sie, Frau Inia.
Es freut mich, Ihnen zu diensten zu sein. Hey, freut mich ebenso. Die Warte, die ich investiert habe, müssen sich schließlich rentieren. Ohne deine großzügigen Wattspenden hätten wir Rotomina niemals zum Laufen gekriegt, Maike. Also keine falschen Bescheidenheiten. Benutze Rotomina ruhig so viel du willst. Okay. Was ist denn das nächste Ziel? 20. Wenn du mir noch 10.000 gibst, dann könnte ich einen Getränkeautomaten im Dojo aufstellen lassen, an dem du günstige Getränke kaufen kannst. Also ein Markt. Oh Gott. Ist das schlimm mit dem Watt hier. Na? Lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Dakuma so läuft. Ihr versteht euch ja schon richtig gut. Wie als hättet ihr in den letzten 10 Minuten irgendwie Steroide oder so genommen. Spielt doch beim Camping etwas miteinander, um eure Freundschaft noch weiter zu festigen. Bei uns auf der Rüstungsinsel gibt es Orte mit einer besonders fantastischen Aussicht. Ich habe sie dir auf deiner Karte markiert. Genießt den herrlichen Ausblick doch zusammen. Erst wenn ihr zwei euch blind versteht, können wir mit Dakumas besonderem Training beginnen. Alles klar, wir sollen also Camping machen und Orte besuchen. Machen wir das. Das ist unser Team, Leute. Und halt Inteleon momentan noch. Mit wem wollen wir zuerst reden? Mit Inteleon. Ja, was geht's? Komm mal her. Alles klar. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Nicht wirklich etwas abgewinnen. Scheint Pony nicht wirklich etwas abgewinnen zu können. Okay. Los, geh spielen. Okay. Bye, bye. Wieso Flo? Mein Lieblings-Pokémon. Yay. Oh, es ist toll. Wie geht's? Wie zu Hause. Aufmerksamkeit. Erzähl mir mehr. Scan deiner Nähe. Los, geh spielen. Galoppa. Mein hübsches Pony. Die Haare im Wind. Wie geht's, Pony? Na? Scheint ein bisschen Angst vor Pizza Flot zu haben. Ach, brauchst du nicht. Los, geh spielen. Oh yeah. Schlapfe. Oh, Schlapfe, habe ich gemeint. Na gut, machen wir erstmal Dakuma. Dakuma scheint Spaß zu haben. Wie geht's? Na komm. Lass uns spielen. Yeah! Spielzeug zücken. Komm, greif an. Greif an. Bam. Nice. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, komm. Ich weiß, du willst es. Ja, komm. Ja. Komm, noch mehr. Komm, 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 komm. Bam. Haben noch hier einen Ball. Los, fang es. Ey, Bisaflor. Dakuma, der Ball ist da. Dankeschön. Sehr lieb von dir, mein Kleines. Ja. Sehr lieb von dir. Los, geh spielen. Tittili. Schlapfe. Hä? Keiner Apfelkuchen oder was man du bist. Wie geht's? Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit. Ja, noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, so viel Aufmerksamkeit. Okay, reicht. Okay. Wie kannst du überhaupt was sehen? Ich meine, die Augen gucken die ganze Zeit nach unten. Ist ja voll schlimm. Nein, dahinter. Hallo. Lamus. Losgespielt. Kommt Lamus? Ah, das kommt. Oh, Lamus, du bist cool. Gift, Bro. Erzähl mir mehr. Erzähl mir noch mehr. Scheint Schlapfe nicht wirklich etwas abgewinnen zu können. Ach komm. Alles gut mit euch, ja? Ja, ja. Komm, wir kochen was. Hm, wie kocht man nochmal? Menü? Kochen. Was möchtest du kochen? Weiß ich nicht. Irgendwas random, I guess. Was haben wir denn so? Wir haben so viel. Dicke Lauch. Ah. Ich weiß es nicht. Was wollen wir denn machen? Ich würde sagen, Uferkraut nehmen wir.
Bitte wähle die Bären aus. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal die, die wir vorhin genutzt haben. Würde ich sagen. Mit der Freundschaft. Achso, das fehlt ja gar nicht. Das ist einfach was anderes, oder wie? Okay. Dann nehmen wir einfach die, die ich am meisten habe. Die Gauwe-Bäre habe ich am meisten. Die Persimbeere. Die Magobeere. Oh. Giefebeere habe ich sehr oft. Nehme ich mal 3 Stück von. Auch eine Zitrobeere. Auch wenn ich eigentlich behalten möchte. Tue ich mal eine drauf. Ansonsten. Eine Granabeere vielleicht. Japa-Beere und eine Wiki-Beere. Das könnte lecker werden. Ich werde mein Bestes geben, aber ich kann euch nichts versprechen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Muss ich spammen? Ich glaube, ich muss spammen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil es wackelt die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Vielleicht so machen? Ich glaube, nicht ganz so viel Spam. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Gut umrühren. Stick einfach drehen. Oh, bitte wird das gut, sonst hasse ich mich jetzt, wenn das gleich ein schlechtes Gericht wird. Komm, das muss gut werden, es glitzert aber. Na! Bisschen zu früh. Ich bin echt nicht gut darin. Ich hab's kaum gemacht, ne? Ich mag dieses Pokémon Camping nicht so sehr. Ich mochte Pokémon Army mehr. Scharfes Kräutercurry. Bitte, es ist lecker. Yes, es ist gut. Nice. Nicht perfekt, aber gut. Immerhin. Das freut mich. Patinaraya. Oder Paraya oder so. Okay, reicht. Ein paar Level-Ups. Klar, gerne. Warum nicht? Habe ich nichts gegen. So, und jetzt wollen wir noch ein paar Orte besuchen, habe ich gehört. Ich würde sagen... das Bild da unten. Okay, cool. Sagen... Guck mal auf die Karte, wo das denn jetzt ist. Markiert. Ah, da, da, da und da. Fangen wir mal hier hinten an. Ich weiß auch schon, wie man da hinkommt. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das haben wir ja schon in Folge 1 bis es gewesen sein gesehen. Folge 1 von DLC meine ich. Man kann hier hin. Hier kann man lang fahren. Da hinten, glaube ich, kann man nicht lang. Weil es abgesperrt ist, ja. Das ist für wann anders, glaube ich. Aber hier kann man durch. Und dann kommen wir zur Tapferkeitshöhle. Und hier gucken wir uns oben, weil ich glaube, hier ist der richtige Weg dorthin. Ui. Dick da. Nice. Warte, mein Pokémon folgt mir, obwohl ich auf dem Bike bin? Das ist neu. Das finde ich cool. Yay, Takuma. Süß. Hallo Tentacha, ciao Tentacha, du bist nicht euer Interesse. Das ist ein Item, ich will das Item. Granitstein, alles klar. Beleber. Hier ist noch was. Hier ein Brocken Rüstungserz, nice. Und ein Pritzigel. Boah, ich finde das aber echt cool, dass man diese Pokémon draußen lassen kann. Warum konnte das nicht im normalen Game gehen? Oh Gott, das war vielleicht dumm. Weil ich bin auch underleveled. War es dumm? Nein, gut. Da, bam, bam, bam. Wir werden in der nächsten Folge unser Dakuman vielleicht schon entwickeln können. Wir hoffen mal. Konter ist eine sehr gute Attacke für meinen Dakuma. Lernen wir noch. Machen wir. Ach, Iroh, macht irgendwie gar keinen Sinn, finde ich. Aber Durchbruch. Machen wir Aeroras weg. Flugattacken macht keinen Sinn für Dakuma, finde ich.
Ja, Britzig habe ich jetzt auch mal gefangen, hat bestimmt schon jeder, aber ich habe das Spiel halt kaum gespielt, wie gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie macht mir jetzt der DLC Spaß. Also wirklich? Das sage ich jetzt nicht so einfach so oder so. Oh, normales Reißlaus. Nee, mir macht das wirklich irgendwie Spaß. Denkt an Poke-Camping. Nein! Fluch gescheitert. Oh oh. Lass mich fliehen. Bitte. Wir werden auch jetzt die Folge, wenn du mich fliehen lässt, okay? Komm schon. Nein, bitte lass mich fliehen. Ich beende auch die Folge. Bitte lass mich gehen. Danke. Okay, Leute, wenn es euch dann also gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tick, tick. Wenn es weitergeht mit dem DLC Pokémon Rüstung. Gala Flunstick für ein normales Flunstick. Ah ja. Interessant.